Moin Leute, da bin ich mal wieder, euer Kuno. Yay! Ja, heute befinde ich mich hier auf dem Surfer von dem Herrn Bergmann. Und zwar ist das hier, wo sie die Serie gedreht haben für die Antarktika-Serie, die im Augenblick jeden Donnerstag um 20 Uhr kommt. Auf YouTube. Ja. Und da haben sie jetzt im Augenblick die Map freigemacht dafür, wo sie das alles gedreht haben. Und das gucken wir uns mal ein bisschen an, was im Augenblick alles freigeschalten ist. So, und los geht's. Hier nochmal am Wachhäuschen vorbei. Dann gibt es hier auch noch eine Einstellung für Speed. Oh, hä? Was war das eben? Hier ist Speed. Hier kann man schneller laufen. Was haben wir hier? Willkommen. Aha. Hallo und herzlich willkommen am Set der Minecraft-Serie Antarktika. Ich bin Tim Bergmann, der Regisseur des Projektes und dein heutiger Wegbegleiter. Auf dieser Filmtour kannst du mehr über die Serie, die Dreharbeiten oder die Antarktis selbst erfahren. Ich freue mich also, dass du vorbeigekommen bist und wünsche dir viel Spaß beim Erkunden unserer Studios. Ja, danke. Hallo und herzlich willkommen am Set der Minecraft-Serie Antarktika. Nochmal. Ich bin Tim Bergmann, der Regisseur des Projektes und dein heutiger Wegbegleiter. Auf dieser Filmtour kannst du mehr über die Serie, die Dreharbeiten oder die Antarktis selbst erfahren. Ich freue mich also, dass du vorbeigekommen bist und wünsche dir viel Spaß beim Erkunden unserer Studios. Achso, Studio 1 ist das Außengelände. Sozusagen. Genau. Da haben wir die Station. Die Eisstation. Oh, wenn man sich hier umdreht und nach hier rüber geht. Jetzt war ich noch beinahe im Wasser gefallen. Denn einmal mit einem Schnellgang ausmachen. Dann kommt man zu dem Schiff. Aha, hier ist nochmal. Ahoi, Leichtmatrose. Du betrittst das Versorgungsschiff der Antarktika 3 mit dem schönen Namen Northern Star. Auf Deutsch bedeutet das Polarstern. Moment mal, Polarstern? Richtig, auch das Schiff gibt es in echt. Es ist ein als Eisbrecher angelegtes Forschungsschiff, welches der Versorgung der deutschen Forschungsstation in der Antarktis dient. Zurück zu unserem Filmschiff. Mit dem wird Mira am Anfang der Serie zur Antarktis gebracht. Kommandant ist Kapitän Södermann. Und er scheint zu ahnen, dass mit der Antarktis irgendetwas nicht stimmt. Deshalb hat er es auch eilig, von hier wieder wegzukommen. Vielleicht erinnerst du dich, am Ende der ersten Folge, nachdem der Kran alle Versorgungsgüter entladen hat und die Sommerbesatzung eingeschifft wurde, da legt die Northern Star wieder ab und fährt zurück nach Europa, sodass die Winterbesatzung der Station ab jetzt auf sich allein gestellt ist. Und eben die Sache mit dem IT-Techniker. Echt eine arme Sau. Ja, dann schauen wir mal hier rein. In Halle 1. Was haben wir hier noch? Eine Schneeroppe. Schneeschieber. Aha. Gut. Dann gehen wir mal hier reingucken. Was es denn hier so schönes gibt. Alles mit Greenscreen. Ah, hier ist nochmal so ein Ding. So Leute. Hier haben wir das Labor von Dr. Drake, dem ältesten Besatzungsmitglied der Antarktika 3 und einem ziemlich strangen Vogel. Wie auf der echten Station spielen auch bei uns die Forschungslabore eine sehr wichtige Rolle. Die Wissenschaftler erforschen im ewigen Eis das Klima, medizinische Dinge, die Luft, Erdbeben und so weiter und so fort. Dr. Drake ist übrigens Biologe. Er hält im Käfig einen Affen gefangen, mit dem er eigenartige Forschungen betreibt. Man könnte auch Tierversuche dazu sagen, was ich übrigens gar nicht gut finde. Aber immerhin darf der Affe ab und zu eine Zigarette rauchen. Aha. Schau dich gerne noch ein bisschen um. Aber ja, mach ich. Nichts anfassen, nur gucken. Nee, ich tu nichts anfassen. Vielleicht noch mit was an. Tu nur gucken. So, mal hier. Mannschaftsmesse. Aha. Hui, willkommen in der Mannschaftsmesse. Das heißt, dem Speisesaal der Forschungsstation. An diesem Ort treffen sich die Crewmitglieder jeden Tag mehrmals zum gemeinsamen Essen. Ihr wisst schon, wir sitzen zusammen, der Tisch ist...
Na, ich höre schon auf. Außerdem kann man hier Brettspiele spielen, abhängen, Filme gucken, die Station aus Lego nachbauen und so weiter. Das ist also ein echt sozialer Raum. Für mich persönlich der gemütlichste hier auf der Station. What? Übrigens, da hinten in der Ecke am Fenster, da seht ihr den Tisch, an dem der verstörte IT-Administrator gesessen hat. Wo? Bevor er in die Schiffsschraube gesprungen ist. Ach so. Ich sag ja, so eine arme Sau. Und ganz an der Seite haben wir die Essensausgabe, wo sich alle beim Kochi Essen abholen. Wie in einer richtigen Kantine eben. Da hinten durch den kleinen Eingang geht es in die Kombüse. Hier ist noch zu. Hier ist noch... Kann man sich noch nichts angucken. Ja, manche Sachen sind auch noch zu. Da ist dann einfach der Greenscreen davor gestellt. Sozusagen als Barriere. So, hier haben wir auch wieder noch eine schöne große Schneeraupe hier. Zum Schnee wegschieben. Ja, und es wird jede Woche was mehr was freigeschalten hier. Na nun, noch eine Halle 1, waren wir nicht hier schon? Auch eine Halle 1. Boah, das ist der Bohrerraum. Und das Reich der Elektronikerin Jill Snyder. Ihr wisst schon, die mit dem kleinen, aber feinen Waffenfetisch. Und natürlich unserem Vorzeigenerd und Geophysiker Dorian Kant. So ein hübsches Paar. Wie auch immer. In diesem Raum werden hauptsächlich die Eisbohrkerne gewonnen, mit denen man das Klima erforscht. Nicht nur von heute, sondern auch wie das Klima vor 10.000 oder 100.000 Jahren auf der Erde war. Aha. In der Serie gibt es eine ganze Reihe von Problemen in diesem Raum. Der Bohrer löst Erdbeben aus, gleichzeitig ist dieser seltsame grüne Schleim. Tja. Ja, der ist hier unten, glaube ich. Ist das Bohrloch. Okay. Gehen wir zur nächsten Halle. Ah, hier ist irgendwas. Ey, coole Trucks. Das wäre so ein Kameraarm, so ein fahrbarer. Mhm. Ey, ein schöner Wohnmobil. Schönes Wohnmobil. Kann man da reingehen? Ne, geht auch nicht. Schade. Oh, sogar zum Ausziehen. Ja, dann schauen wir mal rein in die Halle 2. Was gibt's denn hier? Fahrstuhl. Fahrstuhl. Und haltet euch fest, der kann nicht nur hoch und runter fahren, sondern auch von links nach rechts, horizontal und vertikal. Was? Vertikal? Leute. Und wie ich gerade im Internet lese, werden genau solche Aufzüge tatsächlich gerade entwickelt. Die Antarktika 3 ist also ihrer Zeit voraus und ich hätte wieder mal ein Patent anmelden müssen. Verdammt! Na nu. Willkommen im Funkraum, in dem Tristan Hennings, unser Funker, die meiste Zeit abhängt. Aha. Zumindest immer dann, wenn er nicht gerade Sport macht. Von hier wird die komplette Kommunikation mit der Außenwelt ermöglicht. Das ist vor allem im Winter wichtig, wenn keine Schiffe oder Flugzeuge mehr kommen können. In der Serie bricht in Folge 2 aber dummerweise jeder Kontakt mit der Außenwelt ab, sodass die Crew plötzlich komplett auf sich alleine gestellt ist und auch in Notfällen keine Hilfe mehr bekommen kann. Die haben nicht mal Internet. Stell dir das mal vor! Hier werden übrigens auch Funkgeräte an die Crewmitglieder verteilt, die mal nach draußen wollen oder müssen. Da kann man nämlich schnell mal im Schneesturm verloren gehen. Die Antarktis ist wirklich ein gefährlicher Ort. Halt nichts für Mem, wie Tristan sagen würde. Sehr interessant. Ja, in der richtigen Serie sind natürlich Sachen hier zu sehen mit richtigen Tischen und Computern und so. Das können sie natürlich jetzt hier nicht so darstellen, weil dann so viel Mods drauf wären und dann konnte man nicht die Map betreten, weil es müssten ja dann alle das gleiche drauf haben. Da haben sie manche Sachen ein bisschen nachgebaut, nachgestellt. Na? Nur nochmal zum Verdeuten nochmal, wollte ich das sagen, dass nicht ganz so alles so aussieht.
Aber es sind die originalen Filmdrehorte hier von der Serie. Jetzt bist du im Fitnessraum gelandet. Die meisten unserer Crewmitglieder, und ich glaube, da verrate ich kein Geheimnis, meiden dieses Zimmer wie die Pest. Nach dem Motto, Sport ist Mord. Deshalb trifft man hier vorwiegend Tristan Hennings an. Ihr wisst schon, unseren Funker. Der ist ein richtiger Bodybuilder und der sportlichste an Bord der Antarktika 3. Und wie viel stemmst du? Na los, probier dich mal aus. Kleiner Scherz, das geht nämlich gar nicht. Aber nicht aus technischen, sondern natürlich aus Sicherheitsgründen. Wir wollen nicht, dass du dich verletzt. Ja, gut. So, dann gucken wir hier mal hier wieder raus. Ja, wieder so ein Greenscreen. Da kann man dann den die dann hier vor und dann wird nachher im Programm hier was drauf provoziert. Also nicht hier drauf, sondern auf dem Rechner nachher. Habe ich auch schon gemacht. Funktioniert gut. So. Hier ist nochmal was von Halle 2. Was haben wir denn jetzt hier noch? Aha. Die Krankenstation. Der offizielle Arbeitsplatz von Mira Johnson. Dort soll sie Verletzungen und Krankheiten behandeln. Das ist besonders wichtig in den Wintermonaten, wenn die Station komplett von der Außenwelt abgeschottet ist. Hier draußen gehören Unfälle nämlich leider zum Alltag. Ihr wisst schon, die Schiffsschraube. Da ist es gut, dass die Crew eine professionelle Ärztin an Bord hat, die auch noch top ausgestattet ist. Röntgengerät, Defibrillator, OP-Tisch, Kaffeemaschine und, was man sich eben so wünscht. Okay, diesen Raum haben wir Belüftungskeller genannt. Hier arbeitet, oder, naja... zockt er, unser Luftchemiker Marbot, der von meiner Wenigkeit gesprochen wird. Hi! Deshalb ist der Tisch mit dem PC auch ganz besonders wichtig in diesem Raum. Eigentlich soll der Luftchemiker Luftproben nehmen und die Eisbohrkerne untersuchen. Aber ihr kennt das ja. Man muss einfach Prioritäten setzen. Gleichzeitig wird von hier die Belüftung der ganzen Station gesteuert und betrieben. Deshalb kriegt Marbot durch die ganzen Belüftungsschächte auch mal das ein oder andere mit, was eigentlich gar nicht für seine Ohren bestimmt ist. Und ich kann euch jetzt schon verraten, er wird eine sehr, sehr interessante Entdeckung machen. Sehr interessant. Oh, was haben wir denn hier? Eine Kajüte? Boah, Leute. Jetzt habt ihr die private Kajüte von Mira gefunden. Oh. Sie ist nicht nur die neue Bordärztin, sondern auch die hotteste Frau der Antarktis. Yay. Die Crew. Ich selber bin da völlig neutral. Die meisten Crewmitglieder träumen nur heimlich davon, dieses Zimmer zu betreten. Und du hast jetzt das große Privileg, hier zu sein. Also schau dich gut um. Vielleicht entdeckst du ja das ein oder andere, naja, schlüpfrige Geheimnis. Mhm. Naja, im Winter ist die Besatzung der Station übrigens viel kleiner als im Sommer. Deshalb kriegt im Winter jeder ein eigenes Zimmer. Im Sommer sieht das wieder ganz anders aus. Da müssen sich viele die Zimmer teilen. Auf einer echten Antarktisstation ist es übrigens nicht so geräumig wie hier. Und Mira hat sogar noch ein großzügiges Bad. Vielleicht wollt ihr da als nächstes rein? Aber bitte, nur im Sitzen pinkeln und danach bloß die Hände waschen. Ihr wisst schon, die Sache mit den Keimen. Mira legt sehr viel Wert auf Hygiene. Ja, und das Bad ist das hier. Gehen wir mal weiter hier in die Filmkulissen. Was haben wir denn jetzt hier? Du bist jetzt im Zentralbereich. Das ist so eine Art Aufenthaltszimmer für die Crewmitglieder. Ach so. Aber auch ein Durchgangszimmer, wo alle durch müssen, die in die Kantine wollen. Oder wohin auch immer. Also nicht so richtig gemütlich. Dafür treffen hier die Crewmitglieder regelmäßig aufeinander. Und das sorgt dann meistens für ein oder andere Reiberei. Aha, gut. Okay. Dann werden wir mal gucken, ob schon noch was freigeschalten ist. Hier ist noch die Wand vor. Hier ist noch zu. Kann man hier noch schon irgendwie reingehen? Gucken. Wollte auf Toilette.
Ich bin ein Mädchen. Geht auch nicht. So was. Hier ist der Ausgang. Aha. Okay, da drüben ist noch was. Der Shop. Ach. Kann man ein paar Fansachen kaufen. In Antarktika. Mhm. Sehr interessant. Cool. So, was haben wir denn hier noch? Oh, hier ist ein bisschen duster. Was haben wir hier? Vielleicht die Anmelde? Für die Rundgänge? Vielleicht. Das war's wohl im Augenblick. Was im Augenblick freigeschalten ist. Ja. Wenn es was Neues gibt, dann werde ich mal hier wieder einen Rundgang machen drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Gut. Ansonsten sage ich dann bis zum nächsten Mal. Euer Kuno. Tschüss.